sportlich zum Nichtstun verurteilt. Esther Henselert ist deshalb vorübergehend aus Hamburg zu ihren Eltern ans Zwischenahner Meer gezogen. Die 21-jährige Überfliegerin des europäischen Golfsports abrupt gestoppt, denn eigentlich sollte sie jetzt auf der anderen Seite des großen Teiches sein. Ich habe wirklich in der Nacht vor diesem Morgens in die USA fliegen erfahren, dass die Turniere abgesagt sind. Und das war dann schon ein kleiner Schock. Im Vorjahr wurde sie als bester Neuling auf der Tour mit dem Sieg beim Finalturnier in Kenia gleich auch zu Europas Nummer 1. Rookie of the Year und Sieger der Order of Merit. Das hat es in der Historie der europäischen Tour bisher erst zweimal gegeben. Das ist schön, das jetzt zu haben, vor allem auch die Spielberechtigung für die nächsten Jahre sicher zu haben. Und jetzt konzentriere ich mich eben auf die LPGA und habe da neue Ziele. Geschichte hat sie schon geschrieben, aber das soll erst der Anfang sein. Seit 4 Wochen geht es jetzt jeden Morgen wieder zum Golfplatz. Nach den langen Wochen, wo nur im elterlichen Garten was ging. Ich habe mir ein Netz gebaut, meine Puttmatte rausgeholt und alles so gut es ging irgendwie zusammengehalten. Dann durfte sie zunächst mit einer Sondergenehmigung wieder auf den Golfplatz. In ihrem Heimatclub, dem Golfclub am Meer, drehte sie einsam ihre Runden. Quasi Golfspielen in Quarantäne. Als erstes war ich tatsächlich ganz alleine unterwegs, weil noch kein anderer auf den Golfplatz durfte. Und das war schon ein bisschen komisch, aber es war extrem schön, einfach mal wieder einen Ballflug zu sehen. Eigentlich würde sich die Spielerin des Golf-Elite-Teams Germany jetzt auch auf ihren angestrebten Saisonhöhepunkt vorbereiten. Olympia in Tokio. Aber die Vision Gold ist nur aufgeschoben. Das Ziel, was ich schon als kleines Kind hatte und dass ich einmal da dabei sein möchte, da war es noch ein bisschen unrealistisch, weil da war Golf ja noch gar nicht olympisch. Und als dann die Nachricht kam, war ich schon, okay, ich muss da irgendwann dabei sein. Und das ging sie von klein auf an. Mit 13 wurde sie in ihrer Altersklasse zum ersten Mal deutsche Meisterin. Gefolgt von weiteren deutschen Jugendmeisterschaften, internationalen Titeln und einem triumphalen letzten Amateurjahr. 2018 holte sie sich mit ihrem Team vom Hamburger Golfclub den Meistertitel. Dann mit Rekordvorsprung auch den Titel bei den Damen. Mit dem besten jemals registrierten Handicap von plus 7,1 wechselte sie ins Profilager. Die deutschen Meisterschaften waren immer was Besonderes für mich. Und letztendlich dann der Junior Solheim Cup war auf jeden Fall das Highlight meiner Amateurkarriere. Ja, und dann auch einfach die Erfahrung, eine EM zu spielen, eine WM zu spielen. Ich glaube schon, dass mir das extrem geholfen hat, mich als Golfer und auch als Mensch weiterzuentwickeln. Ihr Erfolgsrezept ist ihre mentale Stärke. Die ehemalige Waldorfschülerin, die jetzt nebenbei Psychologie studiert, kennt keinen Druck. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, einfach die Herangehensweise, die ich habe. Wenn ich auf dem Golfplatz stehe, dass ich sehr positiv bin, dass ich sehr bei mir bin. Und das soll sich auch nicht ändern. Der Restart in den USA ist terminiert. Im Moment sieht es so aus, als ob wir Mitte Juli wieder starten können auf der LPGA. Gesundheitliche Bedenken hat sie dabei keine. Ich muss sagen, ich bin keine Expertin, was Virologie angeht. Und deswegen bleibt mir einfach nichts anderes übrig, als auf die Experten zu vertrauen und auch die Offiziellen der Tour zu vertrauen. Und wenn die sagen, dass es möglich ist, sicher Turniere zu spielen, dann glaube ich, ist es auch so. Beim Neustart wird sie Golf dann noch mehr genießen, als Esther Henseleit das eh schon immer tut. Ich würde sagen, dass ich einfach grinsend wie sonst was über den Golfplatz laufe und probiere Spaß zu haben und das einfach auszunutzen, dass man die Chance hat, das, was man liebt, als Beruf zu machen und so eben sein Leben im Moment zu verbringen, was wirklich ein Traum ist. Ihren Traum leben, das will sie so schnell wie möglich wieder. Dann auf der anderen Seite des großen Teiches.